Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch wunderprächtig und heute gibt es eine Runde Ultralon. Nee, Ultralon, so. Gut, das andere war Zetralon oder so. Gut, heute gibt's Ultralon. Das bedeutet, wir spielen, klar, Talon habt ihr vielleicht, die das Video gestern gesehen haben. Tal ist gerade mega bad, das heißt, wenn wir jetzt inten, it is not about me, it's about Talon. Ja. Also hat 47% Winrate, Katastrophe. Ich glaube, das liegt zum Teil... Es liegt an folgendem Ding. Irgendwie habe ich das Gefühl, Draktablade ist Giga-Trash, Leute. Macht überhaupt keinen Schaden, Draktablade. Müssen sie unbedingt buffen, kommt gar keinen Schaden bei rum. Der zweite Punkt ist der, dass Tiamat jetzt mega scheiße ist. Also Tiamat ist mega scheiße jetzt. Ne, also... Irgendwie... Also Tiamat hat jetzt... Es gibt zwei Tiamats. Das eine Tiamat hat den Effekt... dass es nur AOE auf Auto-Attacks macht. Und das andere hat den Effekt, dass es nur einmal den Active hat. Oh ja, oh ja, Batz! Das hat geknallt. Das heißt, der Wave-Clear ist jetzt irgendwie made. Aber wir kümmern uns heute darum, dass wir maximales Fähigkeitstempo sammeln. Der fliegende Blitz von Konoha! Ja, das heißt, wir werden maximales Fähigkeitstempo sammeln, so viel wie es geht. Und deswegen, ich würde aktuell in allen Tarn-Spielern... Leute, spielt niemand... Teleport gegen Talon, ja, das ist Quatsch. Ja, okay, das passt. Das heißt, ich würde euch, normalerweise würde ich euch empfehlen, wenn ihr Talon spielt, baut das hier. Klau des Meuchlers, das ist super cool. Aber wir müssen Draktablade spielen, weil wir natürlich für maximales Fähigkeitstempo geben. Und hier kriegen wir pro Mythic 5 Fähigkeitstempo obendrauf. Was haben wir, was uns Fähigkeitstempo gibt? Wir haben in den Runen Fähigkeitstempo. Das heißt, in diesen, da wo man AD reinmacht, hier, wo ist ein Fähigkeitstempo? Hier 8. Dann haben wir natürlich Überlegenheit, das gibt uns insgesamt 10. Und Abklingzeit wird verringert, wenn ich einen Champion töte, ist auch cool. Dann werden wir natürlich noch Ultimate Hunter und wir werden die 40% Cooldown, ach was für 40, wir werden so viel bauen, wie es geht, Leute. Wir werden, da gibt es gar kein Ende, wir werden so viel Cooldown Reduction spammen. Erdrache, den brauchen wir auch. Der ist zwar nur für die Ultimate, aber ist ja okay, ne? Warum nicht? Hier sind coole viele Minions. Wir gucken mal, ob wir es ohne Tiamat schaffen. Ich habe mal überlegt, ob ich nur den... Also es gibt so einen billigen Tiamat. Ja, der macht halt... Der hat nicht mehr diesen Active-Effekt. Ne, wenn, dann brauche ich den anderen, glaube ich. Vielleicht reicht es... Wir müssen das mal kurz nachgucken. Kommt, wir machen das zusammen, Leute. Es gibt so eine Peitsche, die heißt... Keine Ahnung, Peitsche heißt die einfach. Todespeitsche, Zerstörpeitsche, Auspeitscher, Peitschenmacher, irgendwie sowas. Aber man findet das ja nicht, weil das wieder hier irgendwo bei Kämpfer oder so ist. Hier, Eisenstachelpeitsche. Füge nahen 75% Schaden zu. Ja, und das ist quasi, in was baut man das aus? Weil das wäre vielleicht der neue Tiamat, den wir für den Wave Clear brauchen. Das heißt, nur einmal mit Active reicht das ja. Meistens braucht man nicht pro Angriff diesen AOE, sondern einmal. Hier. Oh, schade. Na gut. Wir können schon mal ein bisschen Roam gehen. Wie sieht's aus, Leute? Die haben natürlich, wir haben Amumu, das ist schon GG. Und die haben Volibear, das ist natürlich auch ekelhaft. Deren Team auch mit Philola und mit Zinx ist auch alles ekelhaft. Aber wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Der Twisted Fate scheint nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. Und deswegen müssen wir gucken, ob wir ihn so ein bisschen geldmäßig abfarmen können. Ja, zack. Und da knallt schon wieder. Guck, den könnte ich einfach auto... Ja, guten Tag. Hallo. Aber das wird wichtig sein, weil Fiora wird komplett ausrasten, Leute. Das heißt, ihr seht, wenn euer Gegner komplett... Ich, irgendwas schreibt er jetzt. Wahrscheinlich hat er ein DC oder irgendwas kommt er jetzt. Ich frag mal nach. Did you hurt yourself? Das soll jetzt nicht toxic sein, sondern er hat ja R geschrieben. So, ich will ihm helfen. Versteht ihr, was ich meine? So, ich bin ja nicht toxic, bin ich. Also manchmal, ja Leute, ab und zu, ganz manchmal sammelt sich das auch bei mir an. So alle Tage wieder. Aber ich bin auch meistens ganz lieb und ganz nett. Aber ne, manchmal muss man auch einfach mal auf den Tisch schauen und sagen, was ist hier Masse. So, no you. No you? No you. Ich will jetzt aber nicht, dass er denkt, ich bin toxic, deswegen müssen wir jetzt Friedensangebot schicken. Und zwar schreiben wir... Was braucht man denn für die Peitsche? Ich peitsche dich aus. Es ploppt nicht mehr so krass, oder ploppt es immer noch ab und zu? Ist halt 1200 Gold für 30 AD, naja, könnte man mal testen. Und was upgradet man das? Das kann man aber nur in Dings upgraden, in Mythics, das ist ein bisschen kacke. Das ist ein bisschen kacke. Toplane prügelt sich auf jeden Fall sehr hart. Wir sind very big schon im Business. Das ist nicht verkehrt. Das, meine Freunde, ist nicht verkehrt. So, wir fahren mal hier durch. Ich meine, wenn man im Game fett ist, kriegt man auch genug AD, glaube ich, dass man die Minions ziemlich gut so tot kriegt. Ja, wir können ihn schon wieder töten, so wie er hier rumläuft.
Zip. So, was können wir machen? Botlane wäre ein guter Deal. Ein Ezreal. So, Leute, übrigens, das zählt nicht für dieses Game, aber ich werde jetzt demnächst das nächste Fizz-Game, was ich wahrscheinlich hochladen werde. Also, wir müssen auch natürlich mal ein Fizz-Tralon spielen. Also, mit Fizz ganz viel Ultimate und dies, das. Aber wir werden, ich glaube, ich mache jetzt den schnellen Disappearer. Wobei er hat eine Rüstung. Ich weiß nicht, ob er dann ganz reicht, aber wir probieren es, Leute. Der schnelle Abgang, so nenne ich ihn. Ich würde ihn probieren. Er muss nur einen Fehlschritt machen. Nur einen Fehlschritt muss er machen. Der schnelle Abgang. Naja, er will nicht. Ist jetzt auch Level 6 und ich könnte gegankt werden. Achso, also was ich sagen wollte, ich werde jetzt ein bisschen so wieder so richtig auf Wards achten und so alles. Also wie gesagt, nicht in dem Video, ja? Das Video ist hier raus. Aber, oh, da ist ein Volibear. Den kann ich töten, Leute. Der ist Level 5. Okay, der hat 2 AP-Kristalle, aber vielleicht ist der killable, wenn er da jetzt... Ja, der Schnellabgang! Das ist der Schnellabgang, meine Freunde. Ihr habt gesehen, er war schnell und ab. Im Gang. Hier im Gang wird aber nicht gerannt, Leute. Ja, da wird nur gegankt. Deswegen heißt er auch Gang. Gut. Wir haben bald Draktablade. Wie gesagt, Draktablade finde ich giga-wack. Also, ich weiß nicht. Ist irgendwie mega-bad. Wir müssen gucken, dass er uns jetzt hier nicht tötet. Ich würde aber gerne auch noch die Minions mitnehmen und dann gehe ich shoppen. Zack. Okay, sehr gut. Und rüber. Ja, also, wenn es gut läuft mit Talon, ist, glaube ich, fein. Aber wenn es schlecht läuft, dann nicht. Weil dann haben wir keinen Wave Clear. Ich glaube, das ist das Problem. Außerdem wurde Talon halt super oft genervt in der letzten Season. Und das ist auch ein Problem. So, Draktablade kosten 1000. Brudi. Da sparen wir so zusammen, würde ich sagen. Oder sollen wir... Ne, wir kaufen ein Schwert. Die Frage ist, was kaufen wir danach? Wir brauchen die Items, die richtig viel CDR haben. Aber so richtig viel CDR. Das Problem ist, haben mehr CDR-Schuhe? Gibt es die noch? CDR-Schuhe? Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Hier, Fähigkeitstempo. Sehr gut, okay. 15, sehr schön. Das heißt, wir brauchen die. Black Cleaver hat auch 25. Das ist auch sehr gut. Dann haben wir natürlich Yomus. Und wir kriegen ja pro Item jeweils 5 Fähigkeitstempo drauf. Müssen wir gucken, ob das reicht, Leute. Schauen wir mal, wie weit uns der Wind wohl trägt. Bin gespannt. Ich muss ja sagen, CDR ist wirklich... Ich liebe CDR. Ich habe schon immer CDR geliebt. Deswegen, ich spiele auch normalerweise Talon. Naja, bei Talon weiß ich gar nicht genau, aber... Also zum Beispiel Fizz spiele ich... Scheißkanone. Fizz spiele ich immer mit CDR in den Angriffsruhen. Ne? Also, weil ich es einfach mag. Ich mag dies. So, wir könnten... Ich würde gerne Botslane töten. Naja, vielleicht grabt er einfach was. Grabt Minion, dann kann ich den farmen. Ja. Ja, nee, so. Aber ich, wie wäre es, wenn ich ihn einfach töte? Der Schnellabgang! Whee! Die. Reicht nicht? Okay, lull. Da mache ich den fliegenden Torpedo-Tobi. Bra! No! Fliegender Torpedo-Tobi, ich muss dafür gehen. Ja, okay. Okay, er ist komplett lost. Genauso wie ich. Was ist hier los, Swain? Ja, ich habe gerade mein ganzes Pulver verschossen. Ich kann nicht so schnell so oft. Also bitte. Ja. Zack. Nehmen wir die mit. Geh mal bitte weg jetzt. Ich brauche XP. Ja, du brauchst ja nicht Grab. Ich hab nichts. Guter Grab. So, jetzt machen wir Draktablade. Na, schnell weg. Das meine ich doch. Pasta Grafski Vani. Und Toplane ist, Botlane ist am komplett am Dahinter. So, Draktablade ist ready. Wir haben jetzt. Oh, das hat auch. Hier ist der Unterschied. Das hat 20 Fähigkeitstempo und das hier hat nur 10. Das ist auch ein Unterschied. So, wir haben jetzt. Dafür macht die Klinge des Meuchlers halt eine Milo mehr Damage. Hier haben wir 100 plus 30. Ich glaube, beim Draktablade steht es auch, aber irgendwie. Nee, guck, Draktablade hat weniger. Hier haben wir. Ach so, nee, 100 plus 30%. Ja, wahrscheinlich ist es mittlerweile gleich, aber das wurde, glaube ich, auch gebufft. Damals war es weniger. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 38 Fähigkeitstempo, Leute. Not too bad. Wisst ihr, was man da sagt? Was? Doppelkill? Nein, da sagt man Ultralon. So, deswegen gehen wir jetzt Botlane. Ich bin unterwegs, ich bin schnell. Und Tobi. Ich glaube, als nächstes gehen wir CSU. Ja. Geil, wie das duftet. Das ist geil, ja, wie das duftet. Guten Tag, ich hol dich jetzt. Los, 600 aufgeladen. Auf das Konto drauf. Auf die Prepaid-Karte. Ist das Spiel eigentlich zu laut? Ich habe in einem Kommentar gelesen, das Spiel wäre zu laut. Also letztens weiß ich, dass es zu laut war, weil meine Einstellungen stacke dick waren. Aber... Ist es jetzt auch zu laut? Ich weiß, ich bin immer zu laut. Das ist meine Frohnatur, weil ich einfach manchmal glücklich bin. Und das ist auch nicht gespielt, sondern das macht gerade wirklich Spaß. Ich meine, hey, ich stehe 5-0. Guten Tag, Mr. Volleyball. Und ja, ne, ich weiß, dass ich manchmal dann... Ich könnte natürlich, wenn jetzt alle zusammen eine Petition unterschreibt, dass ihr sagt, ja, Tobi, du bist zu laut, dann würde ich sagen, okay, ich mach mich leiser. Zacke, du.
Brenn! Blute! Oh, Blashniko. Ja, wenn jetzt alle sagt, ja, nee, Tobi, es tut mir leid, du schraubst zu viel, dann müssen wir hier echt überlegen, was wir da machen, Leute. Da müssen wir dann wirklich überlegen, du. Ja, also wie gesagt, Talon gerade nicht so gut, aber sagt er, wenn der 5-0 steht. Aber wir müssen einfach mal die Season ein bisschen abwarten, was dann so entsteht. Also, ne? Ich denke, ich meine, sie haben ihn ja viel gebufft, genervt. Und das ist eigentlich das Gute. Leute, Talon ist gerade zu schwach, aber es liegt nicht unbedingt an seinen Items, glaube ich. Also klar, an Tiamat liegt es, aber sonst an den anderen Items liegt es, glaube ich, nicht unbedingt. Und das Gute hier ist, das heißt dann, zum Beispiel bei Amumu nerfen sie die Items, damit er schwächer wird. Aber bei uns buffen sie uns. Sie werden Talon buffen, damit Talon besser in die Meta passt wie der... Weil, was, ich meine, okay, Dragtablet, ich weiß, ja, also Dragtablet können sie auch ein bisschen buffen, aber ich weiß nicht, ob die Items wirklich der Grund sind, warum Talon so schwach ist. Ich glaube, Talon ist gerade einfach zu schwach und das Tiamat fehlt. Und dann buffen sie ihn, dann haben wir mehr Damage auf der W und dann mehr auf der Ultimate. Und dann irgendwann buffen sie die Items. Die denken nicht an uns, Talon, die denken dann, ja, wie wäre es denn eigentlich so, wenn wir mal Dragtablet buffen? Und zack. Sind wir wieder stark. Nice. So, Leute. Machen wir, warte mal, 10. Also, Jomus ist schon cool. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal Black Cleaver, weil Black Cleaver hat mehr CDR. Und wir gehen hier voll aufs Ganze, Leute. Ne, Second Item Black Cleaver ist jetzt nicht der beste Deal, aber 25 Fähigkeitstempos mehr als 10. Und wir wollen natürlich das Maximum. Wir haben jetzt schon 63, Leute. 63 haben wir jetzt schon. Eigentlich steht, ist mein Team irgendwie am Enden, oder? Ich meine, steht 7-9 und ich habe 5 Kills. Ja. Was man auch überlegen könnte, aber ich glaube, das ist, weiß ich nicht. CDR-wise vielleicht gut. Es gibt den kosmischen Antrieb, der hat super viel. Der hat 30 Fähigkeitstempo. Allerdings ist das ein Zauber. Eine Zauberdingsung. Eine Zauberdingsung ist das. Versteht ihr? Ich gehe jetzt Botlane mal vorbei auf ein Stück Kuchen. Oder gehe ich nochmal. Nee, vielleicht gehe ich einfach Midlane. Passt auf, ich tue so, als würde ich Botlane gehen. Gehe gar nicht Botlane. Weiß, dass er AFK ist und gehe jetzt hier rüber. Der schnelle Abgang. Die fliegende Antäuschung. Der nach oben Läufer. Der Weiterläufer. Der Fiora-Taker. Wie gibt irgendjemand Geld? Nee. Hm. Ja, okay, ich komme wieder. Jetzt, wir tun der nach unten Läufer. Der nach oben Läufer. Der nach unten Läufer. Ja! Stimmt. Die. Die. Leute, so läuft es nämlich. Die. So, und jetzt holen wir uns den Tower und das gibt richtig Geld. Das hier habt ihr richtig Geld. Wer Volleyball oder so kommt. Sehr, sehr schön. Das sind die Mechanics, Leute. Die lernt ihr nur hier bei mir. Habt ihr diese Mechanics schon irgendwo gesehen? Bei irgendwem? Bei irgendwelchen Challengern und LCS und Ultraless und alles? Nein! Die gibt's nur bei mir. Zack! So. Wir haben jetzt wieder Geld, bisschen ordentlich. Ich würde sagen, Black Cleaver in 1. Oh, 1,80er. Ne, dann gehen wir erstmal shoppen. 1,80er ist schon arschteuer. So, aber der Itembild vorher, der ist jetzt besser geworden. Leute, der Itembild ist jetzt besser. Vorher war das Phage und Kristall, oder? Die Frage ist nur, das Item hat trotzdem nicht mehr AD, oder? 40. Das hier sind 25, das hier ist eine Vase. 35, 40. Ich glaube, Black Cleaver vorher hatte 50, oder? Weiß ich aber auch nicht genau. Ist Black Cleaver sonst noch gleich? Oh ne, da ist mehr drauf. Also zum einen die Rüstungsverringerung. Schadensverursachte Fähigkeiten fügen Gegnern, die du komplett dezimiert hast, zusätzlich normalen Schaden in Höhe von 5% ihres Lebens zu. Was heißt das? Ist das ein Dot? 5%, also ein Dot. Schadensverursachte Fähigkeiten, ja cool. Well! Naja, okay, der ist eh kein Geld mehr wert. Leute, wir gehen jetzt Botlane oder Toplane. Wir pushen einmal durch und dann roamen wir. Das ist der Plan, den wir haben. Der Plan of Alabama. Weil die Frage ist, wie viel Fähigkeitstempo kriegen wir zusammen? Wie viel hat Ultimate? 33, jetzt schon. 33er. Ich brauche auf jeden Fall noch hier. Wer ist auf der Liste? Fiola und Ezreal. Dann gehen wir mal Fiola töten. Ich bin auf dem Weg. Fiola, Fiola, Fiola. Wir haben jetzt auch Black Cleaver fertig. Vielleicht ist also Fiola und Ezreal. Ezreal sollte ja kein Deal werden. Da ist Volleyball. Der hat mich vielleicht gesehen, aber da, Leute, die haben das eh nicht gecheckt. Deswegen jetzt Abfahrt, Leute. Ihr müsst jetzt einen Abfahrtsmoment machen. Leute. Nice. Jetzt outplayed. Wow, ich mache halt mega viel Schaden. Wow. Hätte irgendwie gedacht, dass das nicht so klappt. Aber gut, dann machen wir jetzt Black Cleaver fertig. Ja, vielleicht nehmen wir noch den Turm mit. Ich will das Geld. Ich nehme das Geld. So, die Frage... Nee, 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 nee. Ich ganky und dann pingst du mich weg?
Nee, 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 so funktioniert das nicht. Nee, 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 scheiß auf den Turm. Scheiß auf den Turm, Leute. Hauptsache hier Geld, Geld, Geld. Ich muss auch, weil ich den Kill nicht bekommen habe, ein bisschen texten. Ein bisschen. Ein bisschen. So, das reicht. Nee, Leute, ich habe meinen Preis. Ich bin nicht günstig. Habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Aber trotzdem hat der ja jetzt Boni-Geld gemacht, ne? Boni-Geld. So, jetzt gibt der hier, zack, und der gibt uns jetzt nochmal 30 insgesamt, wegen dem Bonus von Mythic. So, was gibt viel CDR? Lass uns einfach, aber auch AD. CDR und AD. Fähigkeitstempo, Fähigkeitstempo. Wir wollen das machen und Angriffstempo machen. Alle Items, alle, so. Das heißt, hä, das kann nicht richtig sein. Ach, Angriffstempo, Angriffsschaden, ne, Crit hier. So, ich würde sagen, wir laufen erstmal, wir kaufen erstmal ein Schwert, das geht immer. Also, was brauchen wir? Was haben wir? Die Mystics gehen nicht. Wir haben hier 20 Fähigkeitstempo. Klingt sehr gut. 30% Rüstungsdrücke. Perfekt. 30. Also Key-Kling? Oh, 30. Oh, deine kritischen Treffer mit Angriff. Ich kann nicht kritten. Verringern die Abklingzeit. Ja. Ja. 30, 20. Ja. 20? Auf Hydra? Oh. Oh. Oh, was geht hier? Was geht hier ab? Ja, Leute, ich bin erstmal. Ja. Alter, ganz neues Land entdeckt, Leute. Nicht ich, nicht ich, nicht ich, bin raus, nimm sie! Ich könnte aber ein bisschen helfen. Okay. Ja, Leute, das sind ja richtig coole Items. Auch titanische Hydra, das ist ja. Da hätte ich ja vielleicht Tiamat gehen können, sogar doch. Aber Tiamat, muss man halt sagen, ist echt kacke, Leute. 1200 Gold für 25 AD. Ja, Pickaxe hat 25, der kostet 800. Der Effekt ist mega meh. Der ist mega meh. Okay, Infernal Drache ist jetzt auch mega meh, der ist weg. Und ich habe das Gefühl, die werden mich gleich töten. Die kommen jetzt runter und töten mich. Ich habe aber wieder Ultimate, weil ich Ultralon bin. Wir brauchen noch Ezreal. Vielleicht denkt ihr nicht, dass ich hier bin und ich töte ihn, Leute. Dein Team hat einen Turm zerstört. Ganz ruhig, Leute. Ihr müsst jetzt ganz ruhig sein. Er wird da gleich reinschießen. Deswegen müssen wir ganz unten stehen oder so. Der schießt da gleich rein. Der schreibt. Der kann nicht weg sein. Der geht doch nicht shoppen. Da. Ultralon! Ultra Autotech. Let me go. Bleib. Oh, okay. Ja, aber wir haben, Leute, es ist okay. Es ist okay. Klar, wir haben ihm mega viel Geld gegeben. Aber ich meine, ganz ehrlich, er braucht das Geld. Er ist 5-2. Okay, was ist hier los? Hä, hey, meine. Leute, warum? 1-8? 2-8? Botlane? Leute. Ja, okay, das war dann doch nicht so geil. Aber ich habe jetzt meinen letzten Stack bekommen. Aber dann habe ich doch auch Geld von ihm bekommen, oder? Talon hat Ezreal getötet. Zwar 500, ist auch okay. So, die Frage ist, was bauen wir jetzt? Hydra? Was gibt Hydra? 20er. Angriff und Fähigkeiten fügen anderen Gegnern in der Nähe. Aber das ist gar nicht gut. Das brauche ich nicht. Das brauche ich überhaupt nicht. Das ist halt echt kacke. Ich brauche die Active, dass man so Batz macht. Das brauche ich. Essence Reaver 20. Fähigkeitsschattenklebe 15. 15, 15, 5, Death Dance 15. Also ich muss hier schon 30. 30 ist schon viel. Machen wir 30. 30 ist viel. 30 ist viel. Wobei das Item hier auch echt verlockend klingt. Das sieht auch cool aus. Wie sieht das aus? Das hat 60 AD, das hat 45. 30% Rüstungsdurchdring ist halt mega krank, oder? Und meine Attacken verlangen den Gegner 20 Fähigkeiten. Wo haben wir 30? Wir müssen hier... Es ist ein Ultralon-Gameplay und deswegen müssen wir hier für maximales Fähigkeitstempo gehen. Wir holen uns noch den Blue Buff. Wir haben jetzt schon 93. 50% CD, also fertig noch nie, Leute. 50! Wuffzige! Wahnsinn! This is crazy! So, die Frage ist. Die Frage ist. Der ist doch nicht mehr hier, oder? Der kommt ja noch? Nein, so dumm ist der nicht, oder? Die Frage, die ich trotzdem. Achso, beim letzten Talon-Gameplay hatte ich, glaube ich. Weil ich komme. Hatte ich nicht. Wie viel Cooldown hatte ich auf Talon Ultimate? 20? Oder 13? Ne, 13 war auf Fizz, glaube ich. Auf Talon war es höher, oder? 16 oder so. Weil hier steht 19 auf Talon mit Level 16. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir da eher... Wobei, wir haben einen Erdrachen. Aber in dem Gameplay hatten wir sogar zwei oder drei Erdrachen-Gameplays, oder? Wie viel Cooldown hat die W4? Die Q6. So, dann gucken wir mal, was wir so machen können. Da ist Israel. Den holen wir uns jetzt. Der israelische Schwung! Ich habe doch gedingselt! Israelische Wurfwaffe! Nein, nicht! Oh, okay, wir haben uns gegenseitig rausgenommen. Gegenseitig haben wir uns rausgenommen. Ist okay, akzeptiere ich. So, weiter.
Weiter in the text. Wir machen halt, ja, ich meine, was heißt nicht die meisten? Adik, was hat der denn? 400 Leben? 400? Deswegen ist der so tanky. Adik Carries beschweren sich. Dabei haben sie so krasse Items, die sie einfach so unglaublich tanky machen. Also 400 Leben, das ist einfach Full Tank, Ezreal. Full Tank. Gut. Kaufen wir jetzt die Hasaki-Kling. Deine kritischen Treffer mit Angriffen. Boah, ich kritte so gut wie nie. 20% dann gerade mal. Ich glaube, das hier ist besser. Das hat nur 20. Das hat 30. Ich muss hier für 30 gehen, Leute. Ich muss hier das nehmen, was mehr ist. So läuft das Spiel. Wer mehr hat, wer mehr will, der muss mehr haben. So. So, so, so und so. Ba, 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 da, 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 da. Wir müssen vielleicht ein bisschen farmen auch. Geld, 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 Leute. Und wir töten mal wieder Twisted Fate. Der ist einfach zu getten, glaube ich. Was sind das hier? Rüstungsschuhe? Botlane? Miss Fortune? Guck mal, der killt sogar meine Miss Fortune. Der Knecht, der 1-6 Twisted Fate. Die Frage ist, okay. Den Schaden habe ich, aber irgendwie bin ich gelangsamt. Vieh mal 1000. Was? Aber er stimmt auch. Weißt du? Ja, ich war einfach gelangsamt mal 1000. Warum? Wodurch? Weshalb? Wieso slowt der mich? Womit slowt der mich? Damit? Nee. Hat der irgendwelche Spells zum Slowen? Auch nicht. Was hat mich geslowt? Ach, diese Kugel war das. Die ist laut. Ja, hm. Okay, mir fehlt immer noch ein bisschen Geld. 1,4. Ich inter gerade ein bisschen, aber ich bin immer noch 9,3. Ich würde sagen, das ist okay. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass dann mein Itembild maximal suboptimal ist, ja? So, hast... Wie heißen die jetzt? Hastkling. Ich lese die ganze Zeit Hasaki-Kling. Hasaki! So, noch 400, Leute. 400. Dann haben wir 25 Fähigkeitstempo mehr. Sacramento no moi. Ich glaube, dann kommen wir auf... Ja, so 55% oder sowas. Wir haben jetzt 48er. Infernal Drache, Leute. Wäre das ein Dill? Ein guter Dill? Ich bin unterwegs. Mir fehlt halt Lethality, ne? Deswegen... Aber wobei, Ezreal hat auch... Ich habe halt nur 18 Lethality. Das ist echt wenig. Und Raktablet macht keinen Schaden. Habe ich euch ja gesagt. Das müssen wir alles berücksichtigen. Und Talon ist schwach. Müssen wir... We have to take this into account. Ja. So, kann ich irgendwo was machen? Was mit... Wie tanky ist Volibear? Sehr tanky. Jetzt Sunfire-Egide. Das ist broken. Sunfire-Egide broken, broken. Ich muss mit Ezreal reden. Lass uns mal mit Ezreal reden. Nochmal. Ich habe halt... Mir fehlt Yomus gegen Ezreal. Einfach mega krass. Muss man einfach sagen. It's missing so hard. Das ist meiner! Ja! Schön, danke. Da schreiben wir einen Thanks, weil es war zwar meiner, aber er hätte ihn nehmen können. Da kann man ruhig einen Thanks schreiben. Es kostet mich nichts, Leute. Ein Thanks ist umsonst. Das kann man einfach sagen. Hat mir nichts gekostet, gar nichts. Warum? Nett sein kostet nichts. Lifehack. Ein Gegner wurde getötet. Das ist nicht so gut. Gegner wurde getötet, ist nicht so gut. Ja, Leute. Menschen, die so böse sind, hassen diesen Trick. Nett sein kostet kein Geld. Gar nichts. So, ich würde gerne den Türm haben, aber ich würde auch dir helfen. Ich bin der Helfer. Ich bin der Helfer. Bin unterwegs zum Helfen. Ja. Oh. Snashni. Snashni-Kopf. Haben wir den Infernal bekommen? Nee. Warum nicht? Okay, gut. Gut, 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 gut. Wir haben Geld, wir haben Fähigkeitstempo. Hast du Geld, hast du Fähigkeitstempo. Und jetzt kaufen wir 30% Rüstungsdurchdringung. Ist ja, ich finde das Item könnte für Assassins echt cool sein, potenziell. Der alte Talon hat das gefeiert. Weil der musste die Gegner noch slowen, damit er Bonus-Damage auf seine Passive macht. So, 120 Fähigkeitstempo. Wir haben 54% der I1 mit. Yes, he did. So. Die Klingen sind zwar useless, aber... Schnell. Ich bin schnell und useless. Schön. Schön, schön, schön. Wie viel AD haben wir? 300. Und irgendwie halt gar keine Lidelity, ne? Lidelity haben wir gar keine. Aber ist okay. Darum geht's heute nicht. Ultimate Cooldown ist bei 17 Sekunden. Wie viel hatte ich denn beim letzten Mal? Das müsst ihr rausfinden. Oh, da ist ein Pink Ward. Ein Pink Ward. Ein Pink Ward. Ein Pink Ward. Ich bin so langsam. Ich bin so ein richtig langsamer Mensch. So richtig langsam. Ich glaube, die wissen, dass ich hier bin. Aber... Guten Abend! Ah! Wah! Die, wo ist mein Schaden? Ich mach keinen. Ich bin raus. Later. Later. Kann ich den? Okay, nee. Ja, vielleicht gehen wir meinen Botlane noch ein bisschen farmen. Wir brauchen nämlich jetzt noch 2-7, Leute. Und dann brauchen wir noch ein Item, das wir irgendwie Schaden machen. Weil ich habe das Gefühl, wir machen überhaupt keinen Damage. Vielleicht müsste ich so ein Bruiser-Tank-Item bauen, weil...
Wir haben ja jetzt ein Cooldown Reduction Item, das heißt, wir können ständig was machen. Ständig. Ständig und ständig. So. Und Ultimate ist halt auch nonstop immer ready. Ist einfach so. Ja, ihr Leute, jetzt pinkt mich mal nicht. Ich habe gerade Ultimate benutzt. Jetzt mach mal kein Auge jetzt. Ja, ich meine, da ist doch eh nichts. Was soll denn da sein, Leute? Was soll denn da sein, Leute? Jetzt habe ich wahrscheinlich die Kanone verpasst. Danke. Ja, ich bin fast tot, Leute. Ich habe kein Heal. Leute, Leute. Außerdem könnt ihr euch auch mal selber carryen. Ich muss nicht alles machen. So. Wir kaufen jetzt erstmal. Wir kaufen jetzt erstmal das. So, jetzt haben wir. Ja, Bro, was für ein nice Town. Ich hätte kein Leben. Und außerdem bist du 1-7. Das spricht für dich. So, ich bin da. Ich bin about. Ich bin about. Ich bin about. Ich bin about. Ich bin verdammt langsam allerdings. Ich bin verdammt langsam. Und verdammt langsam meine ich, dass ich verdammt langsam bin. Aber vielleicht können wir dann auch einen Deal machen, Leute. Let's go for a deal. Allerdings ist Volleyballbär auch da noch. Der Volleyballbär. Okay, wir müssen. Ja, ich habe Black Cleaver, aber der ist ein Tank. Tanks sind unfair. Okay. Stays alone in Lane. Lane mit AI. Gut. Das ist natürlich ein Bait mal 1000. Da fallen wir nicht drauf rein. Wir können jetzt critten. Das ist auch nett. Bro, I had no life. Okay, da kommt ein Teleport. Das heißt, die machen auf jeden Fall Baron. Das heißt, ich muss da jetzt auf jeden Fall rein. Das heißt, ich bin so unglaublich langsam. Das ist der Oberwahnsinn. Leute, ihr müsst da rein. Ja, aber keiner macht's. Keiner macht's. Was mit Amumu? Der läuft hier irgendwo durch die Weltgeschichte. Dabei war es doch klar, dass die Baron machen. Manometer. Sacramento. Ja, Kacke, und Swain ist auch nicht mehr gestorben. Mist, Leute. Es wird jetzt langsam eng. Jetzt, ich meine, okay. Lasst uns unsere Win-Condition durchgehen. Wir haben Amumu. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Der ist stark. Theoretisch. Wir haben Jax. Jax ist gut, allerdings hat er zu viel Damage. Jax, you need Tankiness. Tankiness. Schreibt man das so? Nee, keine Ahnung. Ist egal. Er muss auf jeden Fall tanky werden. Der hat viel zu viel Schaden, der Brudi. Na, der ist One-Shot tot. Deswegen ist der auch immer One-Shot tot. Ja, unsere Botlane ist halt. Also, mein Item-Bild, ich akzeptiere, der ist schwierig. Aber, ja, Botlane ist halt auch so. Ja, so Schaden ist auch so ein schwieriges Thema, ne? Und Swain ist halt broken, Leute. 948 Swain hat jetzt Stundenglas, hat die Liandis und dämonische Umarmung. Also, keine Ahnung, Swain ist hier, glaube ich, das Schlimmste fast mit Fiora zusammen. Die haben drei Infernal Dragons, ist auch nicht so geil, muss man hier ehrlicherweise ankündigen. Also, Leute, könnt ihr mir helfen oder nicht? Keiner hilft mir, okay. Dann nicht. Dann nicht. Ja, ich mache keinen Schaden, aber ich glaube auch mit dem richtigen Bild würde ich keinen Schaden machen, weil Draktablet doch einfach bad ist. Ja, und ich habe halt keine Lethality. Oh, Leute, Leute, tut es nicht. Ja, aber immerhin können wir wieder ulten, Leute. Ultralon. Ja, also, ja, irgendwie geht das Game gerade very the Berg down. The Hill down. Die neuen Staffeln. We surrender? No, wir werden hier nicht surrendern. Was für? Das Problem ist, dass mein, irgendwie, die Moral ist der Geschichte. Mein Team hat sie nicht. Was machen wir? Wie können wir das Kindchen hier drehen oder schaukeln? Lasst uns das Kindchen drehen und schaukeln. Wir haben halt kein. Ja doch, wir haben einen Tank. Amumu rein da jetzt. Jetzt rein. Go in. Jetzt. Das ist perfekt. 5 Leute auf einen Flak. Jetzt. 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 Ja, jetzt. Ja. Wow. Wow. Wow, miau! Wow! Puh. Nice. Ich meine, er hatte nur ein Zeitfenster von 20 Sekunden für diese Ult, aber wow! Muss ich sie das? Ja, lol, Alter. Lalo, lalo. Lalo, lalo. Schön, schön, schön. Dann sind wir auch unser Item gleich fertig. Von myitems.com. Direkt drüber bestellt. Ja, Blitz, 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 Dings, Blitz. So. Das Gute ist, dass unsere Wände auch dann sehr schnell abklingen mit Cooldown Reduction. Das scaled auch mit CDR. Wobei das jetzt nicht so heftig ist. Oh Mann, Kackendreck. Da, 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 da. Und deswegen, you can always turn the table, Leute. Ihr müsst nur an der Turntable-Seite stehen. Nicht zu wechseln mit der Table-Dance-Seite. Die ist nochmal eine andere. Gut, wir haben genug Geld. Ich würde trotzdem noch eine reinpushen. Wäre nicht verkehrt. Die Frage ist, das Problem ist, also, passt auf, ich mache jetzt eine Convention. Ich muss mein Team eine Ansage machen. Passt auf. Guys, go all mid. We group. Amumu engage.
Ja, guck mal, der ist schon wieder verloren. Der pinkt hier irgendwas. Dabei macht es gar keinen Sinn da unten. So, wir haben. Ich möchte zusammenfassen. Ein Item können wir noch kaufen. Gibt es eigentlich einen Pot, der CDR gibt? Gibt es eigentlich überhaupt noch Pots? Wo sind denn Pots? Hier. 15 Mana Regeneration. Ne, gibt es nicht mehr, oder? Angriffsschaden, Vampir. Ne, scheinbar nicht. Gut. Aber das hat vorher auch keins gegeben. Wir haben 143 CDR. Das sind, also Fähigkeitstempo. Das sind 60% CDR, Leute. 60%. 16 Sekunden Ultimate auf Cooldown. Wow. Jetzt, wir sind quasi der Immerzauberne. Tobi, der Immerzauberne. 3,7 Sekunden auf W. Leute, Group. Group, Engage, Win. Stay together. Wir müssen auf jeden Fall Ezreal töten, der ist sehr schwer. Und Swain. Ezreal, Swain. Oh, 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 oh. Ja, grab ihn, töte Ignite, Ultis. Ja, schön, das war ausnahmsweise mal gut. Allerdings, ja, ist nicht zu schlecht. Ja, schön! Wie schön! Guck mal, der Blitz hat gesagt, wir verlieren das. Ne? Ja, wir verlieren das, wir verlieren das. Nee, nee! So, wir brauchen jetzt noch ein Item, Leute. Eins mit Damage, ich glaube, Yamos. Oder hier gibt es ja noch welche mit CDR, oder? Was habe ich denn hier? AD und CDR, AD, Fähigkeitstempo. 15 am besten. Irgendwas mit 15. Hier hat nicht das auch 15, 15. Wie sieht's mit Yamos aus? Wo ist denn Yamos? Wieso sehe ich kein Yamos? Hä? Hat Yamos kein CDR oder was? Wollt ihr mir erzählen, dass Yamos kein CDR hat oder was? Das hat kein CDR. Wie scheiße ist denn Yamos jetzt bitte? Hallo? Hä? Was soll denn der Scheiß? Hä? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, Leute, ich muss noch nicht. Ich muss beim Shoppen. Es tut mir leid, aber. Hydra. Kann mich ein bisschen heilen. 15, ja. Ja, wir kaufen das jetzt einfach, aber. Oder Essence Rework vielleicht. Ich meine, alles baut sich aus dem Hammer. Ja, vielleicht ist Sense. Oh, ich weiß nicht. Da hätten wir noch mal ein bisschen mehr Crit. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, wir haben jetzt auf jeden Fall 153. 60% genau. Gerade hatten wir 59%, oder? 58? Gut. Aber wir haben 60% CDR. Wow, ich hatte noch nie so viel. Das muss ja. Das fühlt sich. Ich fühle mich so erquickend an. Können wir was machen? Ich bin nur verdammt langsam. Ich bin der langsamste Mensch auf diesem Planeten. Leute. Oh, ja. Nein. Die Drache, Leute. Wir brauchen jetzt hier einen Drachen-Emulgator. Und wir brauchen hier einen Ward. Der wirft jetzt das Ding. Nee, macht er nicht. Jetzt Drache, Leute. Drache. Wir sind leider, wir haben geintet. Leute, rüber. Hallo. Rüber. Ja, der Blitzkönig. Hä? What? Der Volibear ist der Jungler, richtig? Wer ist denn das? Swain. Der hat Sturmglas leider. Und da kommt jetzt ganz viel. Okay, ich bin out. Ich bin wieder unsichtbar. Ich kann wieder draktarisieren, aber ich muss hier rüber. Da bin ich raus. Da musste ich verkaufen. Ich musste verkaufen. Ja, also wenn er jetzt mich pinkt, dann ist er bad, weil da kann ich nichts machen. So, wir könnten eine kleine, hier, einen kleinen Side-Push drücken. Weil die werden jetzt was machen in unserer Basis, aber wir Side-Pushen einfach. Und wir haben schon wieder Ult, Leute. 15 Sekunden ist einfach wie so eine, ja, eine, sogar Windball hat mehr Cooldown. Ja, wir können einfach immer ulten, always. Why you jump non-wall Talon? Hä, guck mal, der ist einfach, er ist wirklich dumm. Aber wir versuchen jetzt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich versuche noch ein bisschen Druck zu machen, weil jetzt müssen die backgehen, das ist gut. Vielleicht kann ich sogar Twisted Fate töten. Because... Oh. Sie werden nicht überleben. Es kann sein, Fiora mir entgegenkommt, aber ich habe gleich wieder Ultimate, Leute. 12 Sekunden. 12 Sekunden Ultimate. So. Dann können wir auch einmal eben... die Old Wave clear machen. Zack. Nein. Au, nicht. Okay. Der wird da gleich überspringen, aber ich bin weg. Okay, gut. Gut. Was wollte ich jetzt kaufen? Essence Reaver? Ja, weiß ich nicht. Oh, Yamos ist ja jetzt richtig. Was ist denn mit ihm los? Guck mal, schon wieder Ultimate. Ja, ich kann gerade eh nichts kaufen. Einfach gar nichts. Gut. So. Oh shit, ich habe noch 10 Sekunden auf Ultimate, ich komme. Oh, er wird einfach von Amumu gekillt. Aber ich bin gleich da. Ich habe wieder Ult. Ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich auf den gehen will, aber ich würde mit Black Cleaver, geht da bestimmt was, oder? Na, ich muss auf... Ja, weiß ich nicht. Ja, ich mache Schaden. Nee, nur Ayu. Okay. Kann ich Red Buff bitte haben? Ich würde gerne. Ja, nee, ich lasse ihr das. Ich bin nicht so ein Arsch. Aber ich hätte schon gerne gehabt. Ich hätte Anspruch anmelden können. Da war noch am Volibearium. Am Volibear. Weißt du, ich könnte jetzt auf Thumbnail diese ganzen Items draufpacken.
Und keiner von euch würde wissen, was für Items das sind. Niemand hätte eine Ahnung, was das ist alles. Ja, Leute, sprechen die? Ah, okay, sehr gut. Ich bin da. Können wir den töten? Jetzt, du musst aber drauf gehen. Mach doch was, danke. Also ein bisschen Schaden. Ich habe halt Rüstungsdurchdringung wie Sau hier. 30%. Und Black Cleaver. Also ich bin halt ein Tankschredderer-Bild-Itemmacher. So. Essenzräuber. Ich glaube, wir kaufen tatsächlich Tanz des Todes oder Tiamat-Hydra-mäßiges Hydra-Ding. Eins von diesen beiden, glaube ich. Denke ich. Weil das so ist. Hier haben wir Lifesteal. Hier haben wir auch Lifesteal. Omni-Vampir. Hier haben wir... Wenn du an einem Kill beteiligt wird, wird dann Schaden von Schmerzkram absorbiert. Duell 2 Sekunden. Du leidest. Ist ja gar kein Lifesteal mehr auf dem Item drauf. Sacramento nochmal. Ja, dann gehe ich, glaube ich, Tiamat. Habe ich jetzt genug? Da kann ich mich ein bisschen heilen. 222.000 brauche ich. Okay, Drache kommt bald. Was ein Game. Wer hätte gedacht, dass der Turn sich noch so tabled, Leute? Wer hätte damit rechnen können? So, ich brauche noch. Sehr gut, jetzt haben wir genug. Guys. Group now. Blitzcrank ist Level 13. Wow, wir sind alle 18, er ist 13. Komm, richtiger Inter. Die Leute mit der größten Klappe sind immer die größten Inter. So, Tiamat kann leider nicht benutzen und ich glaube auch nicht, dass das Item gut ist. Aber wir sind jetzt Fullbild. Wir haben 170 Abklingzeit. 170. Das sind 63%. Das ist ein absoluter maximaler Overkill, Leute. Ultimate hat 14 Sekunden, ist quasi nonstop einsetzbar. 4-mal im Kampf, 7-mal im Kampf, 8-mal im Kampf. Pro Kampf 9-mal einsetzbar. Und wir machen jetzt... Wow, das hat aber... Wow, okay. Okay, das ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Wow. Alle unsere AOEs... Das wird durch Zauber ausgelöst, stimmt. Angriffe und Fähigkeiten lösen es aus, aber nicht der normale Tiamat, oder? Angriffe verfügen anderen. Ja, shit. Aber das ist cool, Leute. Wow. Wow. Drache kommt gleich. Ich will einmal Wave Clear. Das müsste ja richtig reinscherbeln, oder? Wenn die ganzen Blades das auslösen. Oder lösen wir das einmal aus, so öfters. Geh weg, gehen Sie bitte fort. Wo bin ich? Tötet ihn bitte, ansonsten habt ihr verloren. Wo bin ich? Ich wollte doch nur meine W machen. Tötet ihn. Ah, nein, der tötet alles. Tank Design und Tank Design. Wie hoch ist da ein Schaden? The One Shot ist hier und auch mal da. Na, auch mein Jax ist Full Damage. Oh, Tank Design, oh, Tank Design. Ich bin Volibear und Swain. Das war's, wir haben verloren. Schade. Ja, Leute, pinkt mich nicht. Ihr könnt mich nicht pegen, Leute. Ich habe 15 Kills. Ihr hättet auch weniger innen können. Vor allem meine Botlane. So, ja, ist ein bisschen doof. Ich gebe es zu, ist ein bisschen doof, so ein Game so zu verlieren. Aber passiert. Mir passieren auch mal Fehler. Was soll ich machen? Wenn wir Glück haben, machen die Drake und Benton nicht. Dann haben die zwar die Seele, was kacke. Okay, ne. Ja, vielleicht, ich glaube, die machen beides. Komm, ich bin gleich wieder da. Ich habe gleich einen Pot vielleicht sogar noch. 10 Sekunden. Vielleicht, nee, das war schade. Ja, es ist schade, ich gebe es zu, aber ganz ehrlich, hätten die anderen besser gespielt, dann hätten wir auch gewonnen. Passiert. Aber es war trotzdem lustig, ich fand schön, es war cool und wir hätten es auch fast gewonnen. Aber, naja, manchmal ist das Leben so und manchmal ist das Leben halt so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne sagen, ob euch sowas mit maximaler CDR gefällt, weil ich werde es so oder so machen. Auch wenn ihr sagt, nee, Tobi, gefällt mir nicht, mache ich trotzdem. Ich liebe das. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut und bis dann. Ihr kleinen Zuckerstern.